heutigen Videopodcast. Ich habe es überlegt, weil unsere Gastfamilie meist im Mittelland zu sein. Und es hat mich extrem motiviert und deswegen möchte ich euch heute Hans-Uli vorstellen und dir ein paar Fragen stellen. Okay. Hans-Uli, warum gehst du ins ISF, in diese junge, dynamische Kirche? Ja, unsere Kinder sind zuerst ins ISF gegangen und das hat uns total fasziniert, wie die glücklich, zufrieden nach Hause kamen und wir sind vereinzelt gegangen und immer mehr und häufiger und haben dann die Kirche gewechselt, weil es ist wirklich eine tolle Kirche, es ist eine große Familie, es ist praktisches Leben, praktische Liebe, das ist wunderschön dort und wir sind gerne dort. Also am Anfang empfand man ja ICF, das war vor allem die Kirche für die Jungen, aber als wir da hingingen zum ersten Mal, merkten wir, dass das auch für uns gut ist und dass es schön ist, mit den Jungen zusammen zu sein. Und hat mich sehr beeindruckt, dass man die Leute sofort in eine Arbeit einbindet. Jeder, was es kann, was es möglich ist, hat verschiedensten Gaben, wie man die Bibel auch sagt, man gabenorientiert kann man sich eingeben. Meine Frau und ich haben sofort gefunden, dort können wir auch etwas tun, wir können unseren weiterleisten. Das ist eine große Freude. Wir haben in einigen Camps haben wir gekocht für die Jungen und das war immer eine riesige Freude, mit den Jungen zusammen zu sein und für die zu kochen. Und sie haben es sehr geschätzt, dass man gut essen kann. Meine Frau kocht extrem gut und liebt das wirklich. Und sie lieben das auch und das macht Freude. Was heißt es denn für dich und deine Frau praktisch, dass ihr eigentlich die Elterngeneration seid in dieser Kirche, wo viele junge Menschen sind? Wie siehst du da deine Rolle? Ja, die vielen jungen Menschen, das ist wunderschön für uns. Ich freue mich an jedem Baby, das ich wieder sehe, an jedem jungen Ehepaar, das sich verheiratet. Da kann man Anteil nehmen an der Freude der anderen Menschen. Und ich kann die Lebenserfahrung reingeben und ein Vater für ganz viele sein. Und das ist wirklich schön. Viele Menschen haben mit ihren eigenen Eltern noch Probleme oder sie haben sie gar nicht mehr oder sie sind geschieden und so weiter. Und das ist schön für diese Menschen auch da zu sein. Weißt du, dass du sonntags oft dreimal im Welcome-Team dabei bist, dass du in Seminaren dabei bist? Warum gibst du da so Gas und engagierst dich so sehr in dieser Kirche? Ja, es ist einfach schön, ich bin gerne da, ich treffe die Leute gerne und freue mich da zu sein. Und es ist einfach immer eine Freude, mit den Menschen zusammen zu sein. Auch was gepredigt wird, ist für mich verständlich, ist eine einfache Theologie, sind einfache Worte, es ist gut verständlich und sie ist für den Alltag praktisch und gebrauchbar. Ich freue mich riesig, kann nur jeden ermuntern, da mitzumachen. Vielen Dank, dass du aus deinem Leben erzählt hast. Das motiviert mich sehr zu sehen, dass einfach alle Generationen mit anpacken im ISF Mittelland. Es war eine sehr inspirierende Zeit bei euch. Vielen Dank. Ja.